Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist wieder Simon Jesse und diesmal habe ich 5 Party-Tipps für euch da draußen, falls ihr sturmfrei habt und undercover eine Party schmeißen wollt. Los geht's! Nummer 1, sei nie der Gastgeber. Du hast so viel Arbeit, Mann. So viel Arbeit, für was denn überhaupt? Lieber geh mit deinen Freunden auf eine andere Party, hab da der Spaß und sei auf keinen Fall Gastgeber. Du musst aufräumen, abwaschen, bringt gar nichts und alles geht kaputt. Nummer 1, verstanden? Ganz wichtig. Nummer 2, man kennt es ja, wenn man Nummer 1 jetzt nicht gemacht hat und selber Gastgeber ist, ist es ganz wichtig, lade die richtigen Leute ein. Die Leute, wo du weißt, die sind angenehm, machen keinen Scheiß, schmeißen nichts um. Wenn sie kotzen von Alkohol, kotzen die in die Toilette und nicht so auf dem Tisch, wo alle, wo der Rest Alkohol ist oder so. Also, Nummer 2, lade die richtigen Leute ein. Nummer 3, schließe deine verdammten Wertsachen weg. Und such dir ein Zimmer, was du hast, pack alles, was du hast, was Wert hat, da rein. Einmal mit Schlüssel zumachen, Schlüssel in deine Tasche, niemand anders geht. Denn du weißt nie, was die Leute auch betrunken machen. Wenn du auf einmal auf Party warst, weißt du, wenn du eine Hausparty machst und Leute kommen und es kommen Fremde, die irgendwie da gelandet sind und keiner weiß warum. Es kann immer passieren, dass Leute klauen, ich weiß nicht warum, aber schließe deine Wertsachen weg. Die Nummer 4, so sparst du da draußen ziemlich gut, lass die Leute ihren eigenen Alkohol mitbringen. Jeweils 2 Personen bringen eine Flasche Alkohol mit. Das bedeutet, sie können es nicht austrinken, du musst nichts zahlen. Das bedeutet, ihr habt genug Alkohol da. Jeder kann sich Alkohol nehmen, auch von den anderen Leuten. Alkohol ist gern genug da und ganz wichtig, nimm genug Mischen mit. Kauft euch Mischen oder sagt den Leuten, bringt mal bitte Mischen mit. Denn das ist das Schlimmste, wenn ihr Alkohol habt. Ich bin ja kein Alkoholiker, der irgendwie Alkohol trinkt, nur ab und zu so Wochenende, freitags und noch unter der Woche. Ey, das Schlimmste ist, wenn ihr euch ein Mischen machen wollt, ihr habt kein Mischgetränk mehr. An die Mischen denken, ja? Nicht vergessen. Und lasst die Leute ihren eigenen verdammten Alkohol mitbringen. You got it? I asked you got it? Okay, man. Und jetzt die Nummer 5, sei so schlau. Ich weiß, Hausparty war geil und ihr seid total im Arsch und jeder liegt da rum und hilft schon gegangen. Das ist der Punkt, wo ihr aufräumen solltet. Ich weiß, es ist anstrengend, aber lieber jetzt aufräumen, die anderen noch dazu bringen, dass sie helfen, weil die müssen helfen, weil die sind Gäste bei dir. Genau dann, nicht morgens, nachdem ihr gepennt habt. Und, ganz wichtig, fangt da schon mal an, ihr werdet morgens nämlich sehen, dass ihr was vergessen habt. Wenn die Eltern morgens kommen, puh, dann kriegt ihr Stress, weil sie es gesehen haben. Also, hier richtig wichtig, bevor ihr schlafen geht, bevor die Party vorbei ist, aufräumen. So Leute, das waren die 5 Partyregeln für deine perfekte Hausparty. Ja, aber die Nummer 1 war doch, sei nie der Gastgeber. Und wie sollst du dann die Regeln befolgen, wenn du gar keine Party machst? Darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Die Antwort bleibt... Ach, lass dich in Ruhe, Mensch, hier, Alter!